Hallo, mein Name ist Ela und ich heiße dich ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich war mal wieder im Action und was ich da so alles gekauft habe, möchte ich dir einmal zeigen. Ja, ups, das war ein Kabel. Da ist gerade ein Kabel vom Licht runtergerutscht. Ja, wie gesagt, was ich da geshoppt habe, das möchte ich dir einmal zeigen. Ich würde sagen, ich fange mal hier einmal mit dem an, was da ganz oben drauf liegt. Die haben mir so dicke Kuschelsocken da gekauft für 2,99 € haben mir die Preise hinten wieder draufgeschrieben. Ja. Ne, ich trage unwahrscheinlich gerne so im Winter, gerade wenn es draußen so nass kalt ist, abends nochmal auf der Couch nochmal dicke Socken drüber oder nachts ziehe ich mir gerne nochmal Wollsocken an, wenn ich kalte Füße bekomme. Und dafür habe ich mir die geholt. Die fand ich jetzt ganz nett. Muss ich mal gucken, ob die dann auch wirklich so gut passen. Sollte jetzt meine Größe, meine ich, sein, ne? One Size. Ja, ob ich da so wirklich reinpasse, kann ich ja drüber berichten. Aber ich fand die ganz süß, so mit so Bömmelkiss dran, ne? Und mit dem Fell. Ja, genau. Und die scheinen so innen drin auch mit diesem Fell so weiter ausgestattet zu sein. Wie, ja, das fühlt sich so an wie bei so einer Wolldecke, ne? Dieses Kuschelige. Ja, fand ich ganz schön, duften mit. Ebenfalls durften neue Handschuhe mit für 4,49 € in der Größe Medium. Das sind jetzt Nitrilhandschuhe. Ich hatte schon mal die, das waren so weiße, auch meine ich Nitrilhandschuhe in Einheitsgröße. Die gefielen mir nicht ganz so gut. Die waren mir ein Stück weit zu groß und die waren von innen gepudert. Also hat man irgendwo mit Lebensmitteln gearbeitet und möchte die dann nur ausziehen und weiter mit den Lebensmitteln arbeiten, musste man sich vorher mal erstmal die Hände waschen, weil Hände waren weiß mit Puder. Ich hoffe, dass diese jetzt ungepudert sind. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Ja, doch, hier steht es puderfrei. Ja, na, duften die einmal mit. Und dann, wie gesagt, jetzt in M, die anderen, die weißen waren in Einheitsgröße. Dann habe ich mir so eine Tastatur für mein Tablet gekauft. Die hat 7,95 € gekostet, genau. Für den Zweck, wofür ich die benutze, für meine Tabellen oder sowas, was ich dann eben halt, diese Google-Tabellen, die man dann da hat, wofür ich die dann benutze, reicht mir das vollkommen. Bei Amazon bist du schnell mal bei 30 € aufwärts und ja, habe ich gedacht, das reicht. Die ist auch schon in Verwendung, also ist jetzt nur die leere Umhülle. Kann auch direkt weg. Was habe ich denn da noch? Ihr habt ja vorhin schon auf dem Thumbnail wahrscheinlich den Korb gesehen. Thumbnail? Nail? Mail? Ach, ihr wisst, was ich meine. Den habe ich jetzt befüllt und da gucke ich mal rein. Da habe ich hier einmal dieses diesen Face Oil Remover Roller mir gekauft. Den gab es da in verschiedenen Farben. Ich habe mir den jetzt mal so in rosa gekauft für 1,19 €. Ich hole das Ding mal da raus. So sieht das jetzt einmal aus. Dann drehen wir das offen. Und dann ist hier so eine, ja, was ist denn das? So eine Kugel. Ja, aber was für eine Kugel? Ich weiß, ich komme da jetzt auf den Namen. Jetzt steht hier nur Stein drauf, aber was für ein Stein? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, dieser Steinroller, der da drin ist. Mal gucken, kriege ich den in Bewegung? Ja, jetzt. Oh, geht aber noch schwer. Der absorbiert eben halt so die Fettschicht, den Talt, Tatalt. Ich habe sauber heute auch den Talg im Gesicht. Ja, soll er absorbieren. Jetzt rollen tut er noch nicht so ganz. Wahrscheinlich, wenn man den ein bisschen mal hin und her bewegt hat. Also kriege ich den wohl noch gerollt, wenn ich da mal ein bisschen drücke. Ich denke, ah, jetzt, jetzt. Jetzt wird es ein bisschen. Ah, das wird einfacher. Wahrscheinlich so im Laufe der Zeit. Ne? Und wenn man damit dann so, euer auf dem Gesicht geht es dann auch, nimmt man sich im Teil so den Glanz weg. Ich bin natürlich jetzt gerade frisch abgepudert. Das sieht man natürlich wahrscheinlich nicht viel. Das, was hier so ein bisschen glänzt, das ist jetzt der Highlighter. Ja, schauen wir mal, wie das so funktioniert. Ich
gerade so Richtung Frühjahr, Sommer, habe ich gedacht, ist vielleicht mal was ganz Nettes, dass man sich mal irgendeinmal schnell den Glanz aus dem Gesicht wieder nehmen kann. Ja, ne? Durfte daher mit, geht mal direkt hier in die Schublade. Dann braucht ihr wieder Müllsäcke. Da habe ich mir einmal die 60 Liter Müllsäcke mitgenommen für 1,19 €. Die sind jetzt einfach schwarz, ne? Da sind jetzt 20 Stück drin. Die Größe ist 60 mal 80 cm. Habe ich schon ein paar Mal öfter gekauft. Sind in Ordnung. Und kleine 5 Liter Müllbeutel. Die brauche ich hier oben im Badezimmer für 59 Cent. Ja, durften auch einmal wieder mit. Genau. Ich hole mir mal den Korb ein bisschen runter und nehme mal einmal die Sachen raus. Denn dann kann ich da was reinpacken. So. Da habe ich mir insgesamt, jetzt sind hier noch drei Stück von gekauft, haben 2,59 € das Stück gekostet. Die Größe sind einmal 10 Liter, 360 mal 290 mal 130 Millimeter. Ja, gut, das ist eine Millimeterangabe jetzt ja angegeben. Na, hätte ich auch in Zentimeter um. Rechnen können. Aber 10 Liter eben halt passen da rein. Und die habe ich hinten für die Kommode, die ihr da so sehen könnt, dafür gedacht, die passen da gut auch von der Höhe rein. Da habe ich schon welche von drin und ja, ist dann einfach ein bisschen ordentlicher und übersichtlicher dann da drin organisiert. Ja. So, was habe ich denn da noch? Ein bisschen was für Knabbern habe ich mir da gekauft, nämlich gesalzene Erdnüsse. Die hier. Die hatte ich schon mal eher. Ja, doch, die hatte ich schon mal eher. Ich hatte auch schon mal welche, die sind gesüßt gewesen. Die fand ich nicht ganz so lecker, weil da zum Teil richtig harte Zuckerstückchen drin waren. Das fand ich jetzt nicht so toll. Ich habe da irgendwo einen Preis hingeschrieben. 1,99 €. Kann ich jetzt auf dem blauen Untergrund nur schlecht sehen. Ja, durften noch mal einmal wieder mit. Dann habe ich Deo mitgenommen. Zweimal für die Männer. Nivea Deo. Silver Protect. Ja, so ein klassisches für 2,29 €. Ich meine, bei Rossmann DM kosten die so um die 2,79 €. Also hat man da ein paar Cent gespart. Ja, deswegen, ich nehme die gerne dann beim Action mit. Ja. So, ich habe mir auch nochmal ein neues Mauspad gekauft. Das fand ich jetzt von den verschiedenen Motiven, hat mich dieses irgendwie so am meisten angesprochen von Sonic. Für 1,89 € das Stück. Ne? Ich habe eins, das habe ich manchmal auch beim Action mir gekauft, auch in dieser Größe. Das war einfach nur in Schwarz. Und ja, jetzt hatten sie neue Motive und das fand ich jetzt ganz schön. Und habe gedacht, das ist jetzt meins. Genau. So, diesen Klebi nehme ich mir dann mal weg. Der hat mich hier vorne drauf geklebt. Das fand ich nicht so schön, weil da waren nämlich Klebereste erst dran geblieben. Aber wenn man ein bisschen gerieben hat, hat man den dann abgekriegt. Ja, genau. So, der darf nämlich direkt hier oben bleiben. Dann habe ich mir noch mal wieder Tuchmasken mitgenommen. Dreimal die von The Mask Doctor, einmal mit Propolis, dann mit Peptiden und mit Niacinamide. Die haben ein Stück 89 Cent gekostet. Ja, die sind ja ein bisschen teurer. Ja, was heißt teurer? So teuer sind sie jetzt auch nicht. Ja, aber eben halt wie die anderen jetzt vom Action. Und die von The Mask Doctor nehme ich einfach am liebsten. Wie jetzt die anderen, die dann irgendwelche ja, schicken Gerüche haben oder nochmal einen netten Aufdruck drauf haben. Sieht ein bisschen witzig aus. Hat man eine leichte Erfrischung mit. Aber hier ist ja wirklich, dann sind hier auch Wirkstoffe mit drin und die finde ich gut. Ja, die nehme ich immer gerne mit. Und dann habe ich bei uns im Action noch so Schimmerlidschatten entdeckt von nicht Maximoire, sondern Bonjoli. Ja, diese anderen Dinger von Maximoire, diese anderen Dinger, ja, das hört sich auch an. Bronzer, Blush und Highlighter, die sie da ja jetzt haben, habe ich bei uns jetzt noch nicht entdeckt. Aber die drei flüssigen Schimmerlidschatten für Stück 1,11 €. Ja, die kann ich auch mal einmal auspacken, alle drei, und dann kann ich die euch ja mal swatchen. Ich packe das mal eben aus. Einen Moment.
So, ich habe sie jetzt mal einmal ausgepackt. Na, so sehen die. Jetzt wird doch mal klar. Na, einmal aus. So ein bisschen wie so ein Duke. Als wenn die sonst ein bisschen noch so einen anderen Schiff mit drin haben. Ja, wie gesagt, ich swatche jetzt einmal. Ist auch eine übersichtliche Größe drin von 1,4 Milliliter. Die wirkt nämlich jetzt recht klein. Ich gucke mal. Ich habe hier noch ein... zwei, die ich jetzt auf Anhieb finde. Ein Liquid. Steht da was drauf? Hier ist auch nochmal einer. Steht da natürlich jetzt keine Größe drauf. Das könnte identisch sein. Aber so wie diese hier zum Beispiel, ne, von Rivalde. Love me. Und dieses ist schon ein Unterschied an Größe. Ne? Hier habe ich jetzt einen von Chic Glam. Ja. Der wirkt auch noch ein bisschen größer. Naja. Wir swatchen mal. Also jetzt habe ich hier als erstes den Mistel Pearl. Mistel? Wirklich Mistel? Ja, ne. Misty Pearl. Deswegen Mistel Pearl. Misty Pearl. Also so, wenn ich jetzt hier so drauf gucke, sieht der erstmal bei mir Gold aus. Mal gucken. Guck mal, da ist er jetzt rosa. Weiß. Ja. Ja, wie gesagt, als ich da gerade so drauf guckte, sah der Gold aus. Aber so kriege ich jetzt den goldenen Schiff nicht hin. Also wenn ihr unten jemand schreien hört, ist es wieder Fußballzeit. Also ja. Jetzt habe ich hier einmal den nächsten. Das ist jetzt die Farbe Rosy Glow. Also von hier sieht man auch ein lila, auch einen goldenen Einschlag drin. Also das ist jetzt hier der zweite. Ich mache mal gleich das Licht ein bisschen dunkler. Vielleicht kann man es dann ein bisschen besser erkennen. Ich komme ein bisschen näher ran. So. Ja, sieht noch so ein bisschen grünlich noch mit da drin aus. Blau. Und dann habe ich hier noch den letzten, das ist Shiny Bronze, der hier. Aber so, wenn ich jetzt hier so gegen das Licht gucke, sie sind beide Gold. Ja, dieser auch. Und wenn da noch so ein Grünschiff mit drin wäre, von hier jetzt aus gesehen. Ganz gut sehen so. Ja. Ja, und die duften dann einmal mit. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt so gucke, sind sie Gold. So. Ich glaube, ich bin euch schon zu dunkel. Weil ich habe jetzt hier nur das Ringlicht von vorne an. Draußen ist es duster. Ja, ne? Also wenn ich so gucke, sind sie alle Gold. Gut, so und das war mein letztes, boah, die letzten Produkte. Wie gesagt, für 1,11 Euro. Ich habe gedacht, nimmst du die mal mit, das ist ja nicht verkehrt. Wie gesagt, übersichtliche Größe von 1,4 Milliliter. Ne, kann man, glaube ich, nicht zwei verkehrt machen. So, natürlich, das war's. Und sollte dir mein Video gefallen haben, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!